Killer Sly und Vivi zu Rise of the Tomb Raider. Hier direkt immer noch am Ende des Jumping Puzzles, wo ich auch das letzte Mal aufgehört habe. Und ja, wir genießen jetzt hier die kleine Tour mit der Seilbahn. Nachdem ich letztes Mal aufgrund meiner Dummheit total verpeilt war. So, dann gucken wir mal. Okay, hier müssen wir raus. Wir haben, zur Erinnerung, wir haben eine neue Technik gelernt, dadurch, dass wir das JP, also das Jumping Puzzle, gelöst haben. Und ja, ich hoffe mal, die wird uns nützlich sein. Wird sie sicherlich, weil zwei Pfeile direkt hintereinander schießen, hört sich nicht nur nice an, es ist auch nice. So, und dann mal hoch hier. So. Weil das ist schon echt Wahnsinn, was die, was da für eine Designarbeit drin steckt in dieser Welt. Okay. Eistauchen, Steuerung. So, schwupp. Schwupp. Weiter. Du schaffst das. Du schaffst das. Hoch. Hoch. Ah, Gott. Wir wären fast drauf gegangen. Als jetzt wird's wieder farbig. Okay. Alles klar. So, dann raus hier. Sowjetanlage. Ah. Da haben wir direkt ein Campfire. Das ist gut. Was? Ach, sieh an. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Okay, hoffen wir darauf, dass wir Leute hier draußen. Ihr das beweisen können. Sehr lange hier zu sein. Ja. Sie sind seit Jahrzehnten völlig ja. Isoliert. Ja. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. Red ruhig weiter, ich rüste auf. Kleidung habe ich falls möglich. Zierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen Sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer Sie sind, ich fürchte, Sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Okay, also wir brauchen Leder für die nächste Aufrüstung. Zumindest in Bezug auf unsere Kletteraxt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Fähigkeitspunkte haben wir nicht. Leider. Da gucken wir dann vorbei, sobald wir... Spiel? Sobald wir wieder welche haben. Oh, okay, gut. Regionsübersicht. Gräber, okay. Dann muss das ja eine relativ große Region hier sein. Ich meine, so sieht's auch aus. Ergreifendes Salz, leer. Tun wir. Nein. So, genau. Dann gucken wir uns hier gerade erstmal um. Wäre vielleicht ganz gut. Kann man hier irgendwas öffnen oder? Nee. Ah, okay. Darüber kommen wir wieder hoch. Aber wir wollen ja nicht hoch. Können wir den Hasen da legen? So. Ah, siehst du, da haben wir direkt ein Leder. Noch ein.
sondern Vogel. Ja, ein paar Pfeile herstellen wäre vielleicht wieder, also nicht schlecht hier. Ah, jetzt sind wir voll. Okay, aber wir haben auch kein Holz mehr. Von daher ist das relativ egal. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Okay. Hey, hört mich jemand? Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Wir haben ja noch eine Voice-Memo. Die hören wir uns jetzt mal gerade an. Dann kümmern wir uns um den Typen. Der erste Tag in Sibirien und das passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Gottes Werk. Alles klar. Denken so ein bisschen wie der IS wahrscheinlich, ne? Ja, wir tun Gottes Werk. Nee. Tut er nicht. Er hat nicht verstanden, dass egal in welcher Religion es heißt, nicht töten. Ja, was für ein Saftladen ist das hier? So, komm, den müssen wir easy erledigen können. So. Ja, ja. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Oh. Ich glaube, da draußen ist jemand. Nee, nein. Jemand hält uns zum Narren. So ist es. Und der andere kriegt es nicht mit. Ah, Boss. We rule the world. Nice. Moment, nee. Ich wollte looten. Looten und leveln, liebe Freunde. Looten und leveln. So, da machen wir hier auch nochmal. Clean up. Let's open these up. So, what's in here? Some bottles. Okay. Let's go up. So, nein! Och, Mann, nee. Oh, Heli. Das ist nicht gut. Da kommen noch mehr von ihnen. Kriechen mit C. Ah, okay. Aber trotzdem hier noch die Beeren einstecken. Kampfinstinkt, okay. Also ich weiß noch aus dem letzten Teil, dass man diese Laternen nutzen kann, um Feuer zu legen. Es ist ganz nice. Oh. Genau, ja. Es geht wieder. Sehr schön. Ich wollte das nicht, aber... Nachdem was ihr hier alles tut. Fuck. So, schöner Schuss direkt in die Wirbelsäule. Wenn das nicht mindestens eine Lähmung gibt. So. Looten. Kann man die eigentlich auch... Ah, geil, man. Wir können die auch aufnehmen und werfen. Ja, nice. Okay, good to know.
Ich hau erstmal immer auf F rum aus Prinzip. Es ist einfach. Ich glaube, ich muss mir die Tasten anders legen. So, Moment. Pfeiler. Loot. So. Dann mal hier meine Kiste auf. Was ist drin? Ein weiterer Teil für unsere halbautomatische Pistole, okay. 2 von 4. Nice, nice. Dann looten wir jetzt auch noch. Ja, so. Was ist denn das eigentlich? Ein Stück Stoff? Ach, egal. So, jetzt erstmal hoch hier. Oh, oh. Na. So. Dran da. Und hoch. Sehr schön. So, und dann. Hier. Und runter da. Ah. Ist das ein Brennhindernis? Ja, ist es. Okay. Heilige Scheiße, was machen die? Oh, Revolver. Das ist doch mal nicht schlecht. Zwar ein bisschen oldschool, aber effizient. Können wir... Kugelsicher? Kann er mich sehen? Nee, ich glaube, der kann mich gar nicht sehen. Ist so ein Einwegspiegel. Okay. Mein Freund, du tust ihm nichts. Und du... Hast deine Chance gerade vertan. Nachladen, komm. Komm, Medic. Mal unsere Medic-Skills mal zu Gebrauch. Zack, der ist tot. Mit solchen Schusswaffen bin ich viel schlechter als mit dem Bogen. Ja, komm. Kann ich dir irgendwie... Wen? Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Damit können wir nicht beweisen, dass wir auf der Seite der Leute hier stehen. Halten Sie zum Knacken des Schloss E gedrückt. Das hört sich gut an. Fehlende Ausrüstung. Wir benötigen einen Dietrich. Ein Diddy. Hier die Tür auf. So. Plündern. So, was ist denn jetzt hier unser... Moment. So, Bogen, genau. So, hoch hier. Okay. Gasleck, das hört sich gut an. Das können wir vielleicht nutzen. Ah, Konstantin. Verdammt. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Oh ne, jetzt kommt wahrscheinlich so eine Game of Thrones Szene. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt.
Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Boah, dieser Typ ist einfach nur widerlich. Alles klar. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Ich würde ja gerne da hoch. Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay. Geduckt bleiben. Ich sehe hier oben keine Sicherung mehr. Ich brauche mehr Hebelwirkung. So. Kupplung ist eben. Kannst du mir mal helfen? Munition. Wir werden angegriffen. Durchsucht das Gebiet. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Verdammt. Verdammt. Sehr schön. Saubere Kombi. Können wir dir irgendwie helfen? Okay, dem können wir nicht helfen, verdammt. Weil ich glaube, der hat eingesehen, dass das hier nicht das Wahre ist, was er hier macht. So, den räumen wir auch noch aus, den guten Kollegen. Sondern würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich das... Wir müssen wahrscheinlich das Gasleck nehmen, um die Tür zu öffnen, ne? Ab. Okay, ich probiere es einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Runter hier. Nee, ich brauche Deckung für den Falle, dass... Naja, egal. So, das wird gleich einen Bumm geben, da. Jawohl. Verdammt. Nein. Ja, alles klar. Okay, haben wir ein Lager. Wir haben ja auch noch einen Fertigkeitspunkt, den wir jetzt einsetzen können. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Wo sie recht hat, hat sie recht. Das wäre wirklich ein Segen für uns. Ausweichkonter. Drücken Sie F von Außergefecht. Ja, okay, gut. Das hört sich nice an. Was haben wir hier? Duellantenreflexe. Vergrößertes Zeitfenster für einen Ausweichkonter, der bei... Bonus EP. Hört sich nicht schlecht an. Was haben wir hier? Herz aus Stein, bla bla bla. Okay, wie sieht's denn aus mit Jäger? Können wir hier Atemkontrolle, erhöhen Sie Zielfixierzeit für aufgeladene Bogenschuss. Das ist gut. Ja, das ist eigentlich immer gut. So, und das ist die Fähigkeit, die wir in dem Grab bekommen haben. Feuern Sie ohne Verzögerung zwei Pfeile schnell nacheinander ab, kann nicht gleichzeitig mit Doppel- oder Dreifachschuss verwendet werden. Ist klar. Aber nun gut. Tiere glühen. Plünder, aber die Munitionsmenge. Ich glaube, wir nehmen die Atemkontrolle. Die könnte uns noch hilfreich werden. Und ja, das war's dann auch für diese Folge. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.